Und wie gesagt, noch nicht am Ende. Ich hatte es so ein bisschen zum Abklang damals noch gesagt, als wir ihn hier hatten, ihn gesehen haben. Häufig hört man diese Worte. Sag mal, wo sind denn eigentlich die Bundeschampions der letzten Jahre hingekommen? Hierhin zum Beispiel. Gut, jetzt ist er schon ein paar Tage alt, aber trotzdem vor, ich glaube, 9 Jahren. Flipperhaus gab es schon. Und damals war die große Zeit der Cornets und der Balus und er war einfach die Ideal-Cornets-Balu, der eben beides eben nur vereint. Auf Mutterseite das Blut von Balu und auf Vaterseite Cornet. 5-jährig Bundeschampion. Und jetzt mit Brian Mogul siegreich im Nationenpreis und dann jetzt hier auch noch einmal mit der, mit der Doppel-Null im Stechen mit dabei. Boah, was ist das stark? 15 Jahre ist dieser Hengst jung, schrägstrich alt. Mit fantastischem Auftritt, einfach im Nationenpreis dafür Sorge getragen, dass eben die Amerikaner dort ihren Nationenpreis gewonnen haben. Bei den Runden uns schon wirklich jetzt hier begeistert. Und dann spult er hier im großen Preis.